Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Unser Herz ist schon ein interessantes Körperteil. Da pumpt es das ganze Leben und hält uns damit am Leben. Es gibt niemals auf, bis der letzte Atemzug vorübergeht. Und doch steckt sinnbildlich im Herz auch so viel Ungutes drin. Das Herz als Sitz der Seele im Alten Testament, das Herz, aus dem Gutes und Böses hervorgeht. Ein liebendes Herz, ein böses Herz. Und im Johannesbrief heißt es, daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Wir werden vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Gott, er hat uns seine Liebe in unser Herz gelegt. Und trotzdem ist es so oft in unseren Herzen schlicht und einfach dunkel. Doch Gott erkennt unser Herz. Er kennt auch die letzte Ecke unserer Dunkelheit. Er füllt sie mit seinem Licht und erkennt darin, was gut und wahrhaftig ist. In jedem Menschen ist letztlich das Gute grundgelegt. Wir müssen es nur hervorholen. Und Gott, der die Wahrheit unseres Herzens kennt, der in der Lage ist, unserem Herzen auf den Grund zu gehen, der unser Herz besser kennt, als wir es selber kennen. Er möchte uns die Kraft dazu schenken, immer wieder das Gute, das Wahrhaftige, das Lebensspendende aus unserem Herzen herauszuholen. Lassen wir es zu, stellen wir ihm unser Herz zur Verfügung und lassen wir es hell machen, damit wir selber zum Licht für die Welt werden können. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, du kennst unsere Herzen, weil du uns besser kennst, als wir uns selber kennen. Hilf uns immer wieder, das Gute in unserem Herz zu entdecken und hervorzuholen, damit unsere Welt durch deine Liebe, die du in unser Herz gelegt hast, ein Stück besser werden kann. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.